Jetzt geht's los. Grundsätzlich bei älteren Fahrzeugen sollte man alles einmal durchchecken, wie zum Beispiel die Bremsen, die sich hier befinden, die Bremsbelagstärke, die Scheibenstärke, die Bremsschläuche, ob die nicht porös sind, Stoßdämpfer, ob die nicht undicht sind oder die Lagerung ausgeschlagen. Federbrüche haben wir mittlerweile bei den älteren Modellen sehr häufig. Da sollte man darauf achten, dann, dass so Achsgetriebe und Differential dicht sind. Das ist natürlich alles auf beiden Seiten, dass die Auspuffhalterungen alle gut sind. Man sieht hier, fangen die Gummis schon leicht an porös zu werden. Ob der Auspuff dicht ist, ob irgendwo starke Durchrostungen sind, dass die Bremsleitung und die führenden Leitungen für das Kraftstoff, dass die nirgendwo durchgerostet sind oder die Befestigung schlecht ist. Ob der Antrieb in Ordnung ist, die Kardanwelle, der Motor und Getriebe dicht sind. Dann haben wir hier vorne die Lenkung, die Staubmanschetten, dass die Staubmanschetten in Ordnung sind, dass die Gelenke nicht ausgeschlagen sind, die können nach einer Zeit Spiel kriegen, genau wie die Traggelenke auch. Hier vorne sollte man natürlich auch auf Bremsscheibe, Beläge und Bremsschläuche achten. Die vorne sehen gerade neu gemacht aus. Hier sind zum Beispiel so Gummilagerungen von den Dreieckslenkern, die fangen langsam an, die Vulkanisierung sich abzulösen, ist aber auch noch nicht ganz defekt, wie auf der Seite auch. Das sind so grundsätzliche Altersverschleißgeschichten. Und hier Stabilisator, Koppelstangen, dass das alles noch gut ist. Ja. Ja, die Reifen natürlich auch, dass das Profil ausreichend ist, dass die nicht einseitig abgefahren sind oder nicht irgendwelche Fremdkörper in den Reifen stecken. Das sind so im Schnelldurchlauf einmal von unten, was man so überprüfen sollte.